Anuradhapura ist der nördlichste Punkt der üblichen Rundreise. Mehr als 13 Jahrhunderte lang hatten 113 Könige die bedeutendste singhalesische Residenzstadt in immer größerer Pracht ausgebaut. Das Felsenkloster von Isumurunia entstand rund um eine Einsiedlerhöhle und beherbergt einen liegenden Buddha. 13 Meter misst er von der Fußsohle bis zum Scheitel. Berühmt ist vor allem das Relief aus dem 5. Jahrhundert, die Liebenden. Experten vermuten, dass es Prinz Saliya mit seiner Herzensdame zeigt. Asokamala war nur Tochter eines Schmiedes, für die der Königssohn auf den Thron verzichtete. Die große Mehrheit der Bevölkerung auf Sri Lanka bekennt sich zum Buddhismus. Morgen- und Abendgebet gehören dazu. Auch vor dem Unterricht, wie bei diesen Erstklässlern. Erhaben über jedes irdische Bedürfnis ist der Buddha von Aucana. Die 14 Meter hohe Monumentalstatue gilt als größte freistehende Plastik aus antiker Zeit. Die rechte Hand des Erleuchteten vollführt die segnende Geste Ashiva Mudra. Fünf in den Granitfelsen gehauene Höhlentempel beherbergen 1500 Buddha-Darstellungen. In der ältesten Höhle ein liegender Buddha, mit 14 Metern so groß wie die Statue in Polonnaruwa. Die liegende Haltung mit offenen Augen symbolisiert innere Einkehr. Der Lotussitz mit ineinandergelegten Händen bedeutet Meditation. Die stilisierte Flamme auf dem Haupt des Buddhas ist ein Symbol für Erleuchtung. Das Elefantenwaisenhaus ist die einzige Einrichtung dieser Art weltweit. Sehr zur Freude zahlreicher Besucher. Die können die Dickhäuter hier elefantenhautnah erleben. Für manchen ist das allerdings ein wenig zu nah. Zum täglichen Spektakel gehört ein Elefantenbad im Oya-Fluss. Ein Schauspiel, das man nur aus sicherer Entfernung bewundern sollte. Ein echter Logenblick. Vorbei an Lustgärten und kunstvollen Wasserbecken. Der morgendliche Aufstieg zum Felsen von Sigiriya, einem der Reisehöhepunkte. Weiter geht es über steile Stufen hinauf zu den sagenhaften Wolkenmädchen von Sigiriya. In einer Felsnische leuchten 1500 Jahre alte farbige Fresken. Die unverkennbar weiblichen Wesen könnten einem aktuellen erotischen Tagtraum entsprungen sein. Sind sie Prinzessinnen, Dienerinnen oder gar Apsaras, also göttliche Wesen? Wolkenmädchen werden die antiken Pin-Up-Girls heute im Volksmund genannt. Von der Hüfte abwärts verflüchtigt sich ihr Leib.
Zwei riesige Löwentatzen flankieren die letzte Etappe zum Gipfelplateau. Gut erhalten ist das Wasserbecken. Angeblich durften in dem antiken Swimmingpool nur die allerschönsten Konkubinen von König Kasyapa baden. Noch so eine fantasieanregende Legende für die Besucher von Sigiriya. Eine Prinzessin soll den linken Eckzahn des Buddhas in ihren Haaren versteckt nach Sri Lanka gebracht haben. Die Reliquie wird hoch verehrt, nicht nur wegen ihrer spirituellen Kraft. Der Besitz des Buddha-Zahns war zugleich das Machtsymbol für die Könige von Kandy. Im Inneren des Tempels bewundern viele Gläubige in der Andachtshalle zunächst eine andere Spur des Erleuchteten. Einen gigantischen Fußabdruck des Buddha. Der zweite Abdruck ist auf dem Adams Peak zu sehen, dem heiligen Berg. Dorthin soll der Buddha mit einem Riesenschritt als nächstes seinen Fuß gesetzt haben. Mit der Begleitung der Tempelmusiker bewegt sich eine Menschenschlange auf die Empore im ersten Stock. Dort ist der Reliquienschrein jetzt 20 Minuten lang geöffnet. Gedränge vor dem Heiligtum. Buddhas vermeintlicher Zahn –